Das fand ich auch. So. Gucken wir nochmal, was ein Kühlschrank ist. Wahrscheinlich nicht. Ich lach nichts an, das wird auch besser so. So, Nanako. Ja! Juhu! Ah, jetzt gibt's nochmal eine Zwischensequenz. Erinnerst du dich an das... Entschuldigung. I give it back to Dad. Und er hat's zerrissen. Du musst deinen Vater zum Lachen bringen, weißt du, zum Lächeln. Das ist, er schafft das nicht mal aus seiner eigenen, weißt du, aus seiner eigenen Kraft heraus. Das ist, das verstehe ich nicht. Das muss irgendwie Stockholm-Syndrom sein oder so, oder? Also das kann ich mir nicht erklären. Was ist mit mir? Entschuldigung. Sorry, das musste ich jetzt einfach nehmen. Nanako wird nervös. Dad didn't forget about how we used to pick flowers at Samagawa. Ja, vor 1000 Jahren so gefühlt, ne? Da, wo ich noch ein kleines Kind war, haben wir einmal Blumen gepflückt. Das ist die einzige gemeinsame Erfahrung, die der Vater und ich gemacht haben, so ungefähr, ne? He smiled at me and said, you remember too? Ja, erinnerst du dich noch? Wo ich noch versucht habe, ein guter Vater zu sein und mich nicht komplett gegengelassen habe, ja? Dad loves Mom. I feel sorry for him losing someone he loves. Ja, das ist ja auch traurig, wirklich. Aber ich meine, er hat noch dich. Er könnte jetzt, sag ich mal, in deiner Sicht auch einfach die Trauer in was Positives verwandeln. Macht aber nicht. Du tust mir auch leid. Nee, komm. Also Nanako ist stärker als das. Er hat immer noch dich. Siehst du? Yeah, I won't go anywhere. Ja, hoffen wir es mal. Nanako grinst nachdrücklich. I'm glad to be Dad's daughter. Yes. Der kann auch froh sein, so eine Tochter zu haben. Ganz ehrlich, Nanako lächelt glücklich. An diesem Lächeln spürst du, dass sich eure Beziehung weiter vertieft hat. Also Level 9. Oh, wir schaffen noch den Max-Rang. Sehr schön. Ja, Gerechtigkeit, wunderbar. It's your turn to talk. Was willst du denn wissen? Du musst bald ins Bett, was möchtest du tun? Na, mit Nanako reden, wenn sie das möchte? Yay. Ich werde scheiß auf schlafen, ne? Nanako freut sich, du beschließt noch ein wenig weiter zu reden. Außerdem, wie man sieht, ja, bringt mich das ja weiter voran hier, was den Social Link betrifft. Ist schon spät, Nanako ins Bett bringen und weiter schlafen. So. Ah, Flipsy, guten Morgen. Weißt du, ich frage mich in letzter Zeit jedes Mal, wenn wir dort drüben sind, hast du auch das Gefühl, diese Schatten schon mal gesehen zu haben? Ja, in Persona 3. Ich meine ja nur, wir haben gegen Roboter und Gegner gekämpft, die direkt aus einem Anime stammen könnten, oder? Mach dir das keine Sorgen? Interessiert mich. Geh weg, lass mich in Ruhe, interessiert mich nicht. Nein, jetzt, wo du es sagst. Erinnerst du dich daran, dass unsere anderen nicht diese Logos hatten, wie bei Fernsehshows? Vielleicht sehen auch die Schatten deshalb so aus wie Dinge, die man aus dem Fernsehen kennt. Teddy meinte ja, dass die andere Welt irgendwie mit unserem Verstand verbunden ist. Wer den Midnight Channel schaut, hält ihn für eine Fernsehshow und für uns ist diese Welt etwas im Fernseher. Vielleicht ist das der Grund. Oder liegt es einfach nur daran, dass wir im Grund vor dem Fernseher aufgewachsen sind? Ja, das ist die traurige Realität. Wir gucken nur Fernseher von früh bis spät, ne? Ah, jetzt lässt sich nur schwer leugnen, das ist richtig. Wenn ein Hongkong-Action-Film läuft, muss ich ihn mir einfach anschauen. Ja? Oh Gott, wenn das jetzt schon wieder Persona 4 ist. Ich sehe schon kommen, Persona 6 wird wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, dann werden TikToks zum Leben erwachen oder so. Die Prüfungen vorzubereiten ist so anstrengend. Ich will nach Hause gehen und meine Aktien checken. Übrigens ist Ende des Monats Halloween. Da habt ihr bei all den Prüfungen festentlich vergessen. Apropos Halloween, die ersten Jack-O-Lanterns wurden nicht aus Kürbissen geschnitzt. Satanaka-san, dich interessiert Gemüse wohl nicht, also sagst du es mir. Was soll das heißen? Also ergo, soll das eine Einstellung auf ihr Gewicht sein oder irgendwas? Nein, ich nehme Schnippsekunden dran. Weißt du, aus welchem Gemüse die ersten Jack-O-Lanterns geschnitzt wurden? Also... Nö, du hast doch gesagt, das war Kürbis, aber scheiß drauf, wahrscheinlich Rüben. Ne? Also Wassermelonen und Auberginen, das ist zu exzentrisch, sage ich mal. Also ich denke mal, so zu der Zeit, wo das alles aufgetaucht ist, würde ich eher auf Rüben tippen, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, stimmt. Die ersten waren aus Rüben und rote Beete gemacht.
Als die Tradition die USA erreichte, wurden daraus Kürbis hergereinigt vorhanden und leicht zu schnitzen waren. Übrigens werde ich beten, dass meine Aktien steigen. Nein? Na gut, dann werde ich euch alle verfluchen. Wortspiele sind nicht so mein Ding. Du hast richtig geantwortet. Und dein Wissen hat sich erhöht. Nee, Aubergine, das wollte ich gerade sagen. Die haben da bestimmt Sachen genommen, die einfach vorhanden waren. Ja. Weil du auch keine Hinweise hast, existierst du einfach nur vor dich. Ja. Mal gucken wir aber trotzdem mal, ob wir potenziell... Sind Sam mit irgendjemandem... Du hast nur einen auf den Abstand, den hast du unterstützt, ne? Warte nur ab. Eines Tages war ich so berühmt, wie du es dir nur erträumen kannst. Aber jetzt ist das Lernen für die Prüfung wichtiger. Ich muss mir Nervennahrung besorgen. Ja. So. Ich gehe mal von aus, niemand steht hier rum, mit dem wir irgendwas anfangen können. Ne? Oh. Na, Otto. Hello. Guten Tag, Flipsy-san. So ein Zufall. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Könnten wir in die andere Welt gehen? Ich möchte mich dort ein wenig umsehen. Nee. Später. Was machst denn du da hinten? Wer bist du denn? Nee, ich will mit der reden. Das muss ich sein. So einfach, ich friss oder stirb. Ich habe mit meinem Vater einen Vertrag geschlossen. Wenn ich all meine Kurse mit einer 2 oder besser bestehe, darf ich mich wieder mit der Kunst beschäftigen. Oh ja, die Storyline kennen wir doch schon. Ich muss nur büffeln, als gäbe es keinen Morgen, selbst wenn ich nie besser werde als der Klassendurchschnitt. Macht dir keine Hoffnung. Alter! Flipsy, viel Glück. Danke, ich gebe mein Bestes. Ah, ich erinnere mich jetzt. Könntest du mir etwas helfen? Ja, ja. Problem, ich habe nicht genug Material für das Kunstwerk, das ich anfertigen will, bla bla bla. Tempo Montur. Senpai, ja, ja. Ich habe eine Idee. Ja, kannst du es mir besorgen? Du wirst dich bereuen, ich vertraue dir. Lass mich raten, ist wahrscheinlich in irgendwas. Mein Vater hat Vertrag geschlossen, Kurse, bla bla bla. Viel Glück. Mechanisches. Es sieht aus wie ein mechanisches Rad, Industriegebiet oder so. Ja, ja. Ist klar. Ist klar, ne? Gut, gehen wir raus. Schule verlassen, ja. Ja, viel können wir nicht machen, ne? Wir könnten mal gucken, potenziell. Warte mal, können wir. Das können wir nicht machen. Wir könnten mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass die alte Frau an Regentagen nicht dastehen wird. An Regentagen ist ja generell nichts los, ne? Ja. Gut, dann mal wieder zum Restaurant Eier gehen. Oh ja. Ah, dann der Typ hier mit seinen Lederstiefeln. Den habe ich immer noch nicht befriedigt hier, scheinbar. Das tut mir sehr leid, wirklich. Total. Komm, Restaurant Eier, los geht's. Futter, 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 Regentag, Special, bla bla bla. Rein damit. Oh, mein Mut ist auf der höchsten Stufe gescheitert. Ah ja, ein Jammer. 3000 Yen, bald wieder, bis dahin. Nach dem Essen gehst du nach Hause. Komm zurück, einkaufen. Ja, ich werde nichts kochen, das steht schon mal fest. Also bei allem, was mir heilig ist, ich werde in diesem Spiel nie wieder kochen, das bringt eh nichts. Also, so Zeit, willst du Zeit verbringen? Ja, will ich. Na dann. Rede. Also Nanako möchte ich auf jeden Fall hier noch maxen. Oh, die nächsten Tage werden Sonnentage scheinbar. Ja, Prüfung, ja. Du hast Unterhaltung mit. Ach, jetzt kommt's ja. Ach, morgen fängt die Zwischenprüfung an. Aber ich bin so faul, wie du schon an meiner Caption erkennen kannst, ne? Ich verstehe nicht, wie du so irre viel lernen kannst, Senpai. Brauchen wir den ganzen Kram wirklich später mal? Naja, du wahrscheinlich nicht. Aber kannst du bitte in meiner Gegenwart das Wort faul vermeiden? Das ist ein Triggerwort für mich, okay? Vor allem so früh am Morgen. Naja, egal. Nach den Prüfungen ist jedenfalls das Kulturfest. Dieses Jahr gibt es mehr Schüler im ersten Jahr. Das Fest könnte also spaßiger werden als letztes Mal. Na dann. So, jetzt kriegen wir noch eine... Ah ja, oh, es wollen Leute mit mir Zeit verbringen. Wer spricht mich an? Oh, Kanji, Hallöche. Senpai. Was soll Zeit?
später entscheiden. Ja? Das war ein Ja, oder? Sonst hau ich dir in die Fresse. Ja, dann halt irgendwann, wenn du mal weniger im Stress bist. Ja, wir gucken erst mal, was so zur Verfügung steht. Aber Kanji ist sehr weit oben auf meiner Liste, ist klar. Also potenziell mit Riese vor mehr was machen könnten oder eher was machen könnten, dann... Ach, hier ist sie wieder. Ach, sein Lehrer, hier wollte eine Prüfungsreihe zur Brustdeihen und Hüftumfang einer Schülerin stellen. Ich will keinen Namen nennen, aber ist das nicht total daneben? Also, wen kümmern die Maße einer Schülerin? Meine wären viel spannender gewesen, oder etwa nicht? Aber Männer mittleren Alters sind total pervers. Im Gegensatz zu mir, ich bin voll normal. Ich spüre, wie sie mich im Lehrerzimmer anglotzen. Apropos Männer mittleren Alters. Es gibt da einen süßen kleinen Fisch, der Ohi-san, also Onkel heißt. Oh, ist das nicht süß. Oh, schade, dass kein Fisch nach einer Tante benannt ist. Das liegt wohl daran, dass Frauen selbst in Alter Frauen bleiben. Oh, Flipsikun, hast du mir überhaupt zugehört? Über welchen Fisch habe ich gerade geredet? Oni... Nee, nicht Oni-san, oder? Ich habe Oni-san, was, oder? Ich habe nicht zugehört. Ah, du hast mir also zugehört. Ich möchte sagen, Oni-san ist was anderes, ja? Ja. Eigentlich heißt er ja Meerbarbe, wird aber auch Oni-san genannt. Das liegt daran, dass er Schnurrhaare hat und wie ein Mann mittleren Alters aussieht. Oh, so wie ich. Merkt euch das. Es wird nämlich Teil der Prüfung, die morgen beginnt. Ist ganz wichtig, weil es pink unterlegt ist, ne? Ganz wichtig. Du hast richtig geantwortet. Dein Wissen hat sich erhöht. So, schauen wir mal. Ihr sitzt einfach nur wahllos rum. Das ist schön für euch. So, gucken wir mal. Wer steht denn hier so rum? Ach, wer bist du denn? Oh Gott! Schnipsikon! Hast du einen Augenblick Zeit? Ich würde dich gerne etwas fragen. Was gibt es? Letzter Zeit ging alles schief. Ich habe mich gefragt, warum? Feng Shui, das muss es sein, oder? Vielleicht brauche ich besseres Feng Shui. Ich war ängstlich und mürrisch, da bin ich sonst nicht. Also habe ich mich umgehört. Manche Schüler meinen, dass du ein Talent darin hast, Dinge zu finden. Ich suche nach einer Kristallkugel. Könntest du die für mich finden? Warum müssen eigentlich alle Lehrer irgendwie durchgeknallt sein? Mal ehrlich. Wenn ich die bei meiner Haustüre aufstelle, verschwinden bestimmt all meine Probleme. Ich sehe, was ich tun kann. Ja, bitte kümmere dich drum. Lass mich raten. Ah, Kristallkugel. Versteck finden. Wo sie von einer Art Statue gehalten wird. Ja, ja. Alles klar. Wer ist das denn? Wer bist denn du? Der Direktor oder was? Wer bist denn du? Schnipsikon, richtig? Ich erinnere mich nicht an deinen Namen, aber ich hab's an deinem Gesicht gesehen, weil du hier hergewechselt bist. Können wir uns kurz unterhalten in meinem Büro privat? Oh. Ich habe auch Kekse, was gibt es? Junge Mentor, das habe ich übersprungen. Hätten sie Hobbys, wäre ihnen nicht langweilig, auch nicht auf dem Land. Ich bin hier aufgewachsen, mir war nie langweilig, weil ich eine Sammlung habe. Ich sammle nämlich Briefmarken, ne? Spannend, oder? Was für eine Sammlung? Panzer! Panzer? Na klar, Panzer! In der Originalgröße, ne? Stehen alle in meiner Garage. Ich sammle Dinge, die mit Panzern zu tun haben. Ich bekomme nicht genug davon. Geschützrohre, Raupen, Ketten, hoho. What the fuck, Alter? Hat der irgend so ein Kriegstraumata oder was ist da los hier? Ja, als ich hier Direktor wurde, konnte ich Zeit und Geld nutzen, um meine Sammlung zu erweitern. Aber Übungsmunition, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Wenn du mir das bringst, würde ich dir eine Belohnung geben, die Geld nicht aufwiegen kann. Das klingt falsch. Klingt machbar. Wirklich? Du besorgst es mir. Besorgst mir das natürlich. Ich freue mich jetzt schon darauf. Naja, Übungsmunition, naja. An einen Ort geben, wo es Panzer gibt. Ja, Stützpunkt oder sowas. Problem ist nur, dass es keinen in der Nähe von Inaba gibt. Alter, ey, wirklich. Ja, ich sammle Panzer. Ey, das hab ich noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand Panzer sammelt. Alter, naja gut, es gibt alles irgendwie. Scheinbar. Ich sammle Panzer. So, hier gibt's auch nichts mehr. Heartbreak. Ich guck mal, ob Brise unten steht. So, ich will mal gucken nach Otto. Kann man irgendwie... Danke, dass du mich gerettet hast. Tut mir leid, aber ich brauche Zeit, um etwas nachzudenken. Das Gerücht zu dem verdächtigen Mann, der im Shoppingfall gesehen wurde, aber wir haben Wichtigeres zu erledigen. Du musst auf eine passende Gelegenheit warten, damit ihr euch näher kommen könnt. Okay, aber nach Otto steht schon mal rum und man muss nicht irgendwelchen so einen random Typen ansprechen, damit sich da irgendwas ergibt oder so. Das ist schon mal gut. Ja, du kannst ehrlich sein, werden wir hier mit Kanji abhängen. Passt schon.
Kann man bei dir irgendwie eine Mission erledigen oder? Silberwürfel. Nee, scheinbar noch nicht. Kanji, mein Lieber, da bist du ja. So. Hey, Senpai. Hast du kurz Zeit? Na, los geht's. Cool. Er freut sich. Kommst du mit zu mir? Na, oh, das geht aber. Ich möchte dich. Mama möchte dich kennenzulernen. Mama möchte dich kennenzulernen. Ja, okay. Oh, das ist eine Ausrede, ne? Erstmal Mama kennenlernen und dann geht's ab in dein Zimmer oder was, ne? Also, Kanji, Mensch, du lässt ja nichts anbrennen, ja? So, Mama möchte dich kennenzulernen, ne? Shoppingviertel. Ihr seid zu Tatsumis Textilien gegangen. Ich muss dich warnen. Hier ist es langweilig. Mama! Bin da, wer noch? Hallo, Mama, ich bin daheim. Hä? Ach, Mama ist tot, das war's. Sie ist nicht da, aber wieso hat sie dann den Laden offen gelassen? Besitzer. Oh, Kanchan, da bist du ja! Oh, deine Mutter ist im Krankenhaus! Was? Im Krankenhaus? Was? Ja, krieg dich ein, mein Gott, deine Mutter stirbt gerade nur, das ist doch nicht so schlimm. Hallo? Ja, beeilen wir uns, einfach hin da. Hä? Oh ja, ich muss nachher sehen. Oh, ich habe es nur von einem Gast gehört, aber sie ist im Krankenhaus, Inaba. Los, beeil dich! Ja. Na dann. Also, solange sie nicht von der Krankenschwester irgendwie behandelt wird, ist alles in Ordnung, glaube ich, ne? Krankenhaus, Inaba. Da ist er doch. Sieht noch ganz frisch aus. Mama! Geht es dir gut? Du wurdest ins Krankenhaus gebracht. Von wem? Meine Güte, siehst du blass aus, verstehe ich gar nicht. Ich bin nicht wichtig, okay? Ich bin nicht wichtig. Was ist mit dir? Geht es dir gut? Ich wurde nicht ins Krankenhaus. Ich brachte jemanden hin. Also die Übersetzung ist auch herrlich, oder? Ich wurde nicht ins Krankenhaus. Punkt, Punkt, Punkt. Ich brachte jemanden hin. Hi. Der Arme wurde von unserem Laden von einem Fahrrad angefahren. Hat sich den Kopf aufgeschlagen, also habe ich ihn zum Arzt gebracht. Er meinte, dass es nichts Ernstes sei, so ein Glück. Der Junge, der ihn umgefahren hat, ist mittlerweile im Gefängnis. Ne, ist aus seiner Schule. Er ist einfach weggerannt. Soll es ihn ausfindig machen und ihn auf die Fresse hauen. Und ihm mal die Meinung geigen. Hör auf mit dem Scheiß! Hä? Ich hatte Todesangst, verstehst du? Hahaha, es geht mir gut, du Trottel. Na, so leicht haut mich nichts um. Sieht dir gar nicht ähnlich, dass du dich wegen so einer Kleinigkeit sorgst. Schnauze, alte Kuh. Oh Mann. Sorry. Tut mir leid, war wohl alles nur halb so wild. Du Memme. Nein. Weißt du was, ich kann es dir nicht verübeln, ganz ehrlich. Echt? Wenn ich alles an mir liegt, dann ist es wohl okay. Kann ich immer noch verlegen. Ach, ich dachte, ich hätte mich damals meiner schlechten Seite gestellt, aber nicht alles lässt sich einfach so ändern, was? Tut mir leid, dass ich dich mitgeschleppt habe. Wäre ich allein gewesen, hätte ich mir vor Angst in die Hose geschissen. Gemacht. Hoffentlich kann ich mich bei dir revanchieren. Du hast Kanji Beistand geleistet, spürst Vertrauen in dich. Weißt du, ich mich eigentlich auch frage, wann können wir eigentlich mit Naoto mal sprechen? Also, wenn er jetzt immer noch blockiert ist, so. Ich meine, wann haben wir denn da Zeit, den Social Link aufzubauen? Das wird so ein super später Social Link, den man irgendwie kaum zu Ende kriegt, ne? Kanji Tatsumi. Social Link Stufe 3. Kanji kann einen Folgeangriff ausführen. Perfekt. Ich gehe dann mal nach Hause. Tschüssi. Ach Mensch, was ist denn mit ihm los? Dieser Junge, wie kann er sich Sorgen um mich machen? Ich bin doch nur 120 Jahre alt. Wir gehen noch beide heim. Warum ist er weggelaufen? Ach, du bist doch Flipsy-Kun. Du warst doch zusammen mit Yuki-chan in unserem Laden, nicht wahr? Kanji hat mir schon so viel von dir erzählt. Senpai dies und Senpai das, Senpai ist süß und Senpai ist sexy. Er scheint dich echt zu mögen. Tut mir leid, dass ihr meinetwegen hier seid. Du musst wissen, dass er keine Krankenhäuser mag. Hä? Verstehe ich nicht. Dieses Krankenhaus kann man nur mögen bei den Angestellten hier, ne? Ach, sein Vater, mein Mann, ist hier gestorben. Als er eines Tages plötzlich zusammenbrach, war Kanji gerade nicht da. Deshalb war er wohl verängstigt heute. Ja, du hättest ja wenigstens mal eine Nachricht hinterlassen können. Muss man jetzt mal Kanji echt recht geben, weißt du? Also, bin mal weg.
bring ein kleines Kind ins Krankenhaus, stirbt sonst. So ungefähr, das wäre doch mal eine Information gewesen, die man hätte hinterlassen können. Haha, aber es ist schön, dich zu sehen. Er hatte immer Probleme, Freunde zu finden. Ihr seid die Ersten. Wegen seiner Hobbys, wegen seines Aussehens, wegen seines Verhaltens. Verhaltens vielleicht, keine Ahnung. Das gehört dazu. Er wurde unbeholfen, wortkarg und feige. Naja, er wollte immer lieber daheim spielen. Und statt Sport hat er lieber Hauswirtschaft gewählt. Deshalb hatte er nie Jungs als Freunde. Die Mädchen haben ihn auch nie akzeptiert. Ja, ist auch, ganz ehrlich, ist doch gut, wenn ihm das gefällt, ja. Auch mal diese ganzen Klischees durchbrechen. Bald fing er an, sich jeden Tag zu prügeln und seine Haare zu bleichen. Naja, ich habe mich um ihn gesorgt, doch in letzter Zeit geht es ihm besser. Bitte kümmere dich um ihn. Du hast jetzt die Pflicht, sonst hau ich dir einen in die Fresse. Ich weiß noch nicht, wovon er das hat hier, aber naja. Ach, Schwärm, Schwärm. Du verstehst Kanji nun etwas besser. Du verabschiedest dich von Kanjis Mutter und gehst nach Hause. So, ab nach Hause.